Walter Lübcke. Hingerichtet per Kopfschuss. Musste er sterben, weil er Geflüchteten half? Ein Anschlag ist jederzeit, an jedem Ort, wird für möglich gehalten. Ein Neonazi, der zunächst gesteht und behauptet, er habe alleine gehandelt. Den rechtsterroristischen Einzeltäter sehe ich nicht. Hatte Lübkes Mörder Helfer? Hatte er Vorbilder? Was treibt rechte Gewalttäter an? Und wurden sie bisher unterschätzt? Juli 2019. 7 Wochen nach dem Mord liegen seine persönlichen Dinge noch immer hier. Noch erinnert alles an ihn. Im Büro von Walter Lübcke. Ich bin gerade beim Aufräumen, deswegen sieht hier also ziemlich wild aus. Aber das sind die Sachen, ja, die er also, naja, um sich hatte. Und jetzt muss also Ordnung geschaffen werden. Wie geht's Ihnen dabei? Nicht so gut. Ich muss gestehen, also, dass ich nicht die ganze Zeit hier aufräumen also kann. Nur so Stündchen am Tag und dann muss ich was anderes machen, weil das für mich zu emotional ist. Ja. Und ja. 10 Jahre lang war Gabriele Deskowski die Sekretärin des Kasseler Regierungspräsidenten. 10 Jahre lang Tür an Tür. Walter Lübcke war ihr Chef und ist über die Jahre ein Freund geworden. Er war sehr aufmerksam. Er hatte also sich um die Probleme der Menschen also, gekümmert. Ja, er war nicht so ein zugeknöpfter preußischer Beamter, den man sich so vorstellt. Er war locker. Und diese Lockerheit also, ist nicht also so üblich in den also Vorstandsetagen. 2015 ist es Walter Lübcke, der im Regierungsbezirk Kassel die Flüchtlingspolitik umsetzt. Er muss Unterkünfte für Geflüchtete aufbauen, tausende Menschen unterbringen. Damit macht er sich nicht nur Freunde. Sieben Wochen nach Lübkes Tod reisen tausende Menschen aus ganz Deutschland nach Kassel. Schon gewaltig, guck mal, was da los ist. Sie demonstrieren gegen Rassismus und Gewalt. Ich bin also sehr dankbar, dass ich ihn also gekannt habe. Ich habe unheimlich viel von ihm also gelernt und unter anderem also gelernt, also, dass es sich lohnt, für die Werte zu kämpfen. Und dass man also keine Angst zeigen darf. In Kassel bewegt Lübcke die Menschen und ganz Deutschland diskutiert über Rechtsextremismus. Was ist geschehen? Anfang Juni. Walter Lübcke sitzt allein auf seiner Terrasse. Ein lauer Sommerabend. Die Gäste gerade gegangen. Er raucht eine Zigarette. Dann fällt ein Schuss. Der mutmaßliche Schütze, Stefan E. Er hat die Tat zunächst gestanden. Behauptet, er habe allein gehandelt. Wenig später widerruft er sein Geständnis. Wenn man eine Verteidigung übernimmt, geht man davon aus, dass der Mandant, den man zu verteidigen hat, grundsätzlich bis zum Beweis des Gegenteils unschuldig ist. Ja, und so ist es. Wir haben hier ein ursprüngliches Geständnis gehabt. Das ist widerrufen worden. Dafür gibt es Gründe. Und deswegen gehe ich zunächst davon aus, mein Mandant ist unschuldig, solange das Gegenteil nicht bewiesen ist. Die Ermittler aber haben am Tatort DNA von Stefan E. gefunden. Sie sind der Meinung,
Das zurückgezogene Geständnis enthält Wissen, das nur der Täter haben kann. Zum Beispiel, wo er Waffen versteckt hat. Darunter die Tatwaffe. Die Schilderungen in diesem Film gründen sich maßgeblich auf Angaben aus dem ursprünglichen Geständnis. Wer ist dieser Stefan E.? Und was treibt ihn an? Ein alter Weggefährte aus Kassel erinnert sich. Der Stefan E. machte auf mich einen sehr zurückhaltenden Eindruck. Sehr verschlossen, sehr in sich gekehrt, eben so ein Hardliner. Stefan E. ist den Behörden jahrelang bekannt. Als gewaltbereiter Rechtsextremer. Er ist auch oft sehr hart vorgegangen gegen andere oder Polizei. Er war dann teilweise auch aggressiv, voller Hass. Anfang der 2000er ist Stefan E. aktives Mitglied der NPD. Am Rande einer Parteiveranstaltung kommt es zu Ausschreitungen. Dieses Foto entsteht. Stefan E. im Kreis seiner rechtsextremen Freunde. Die Ermittler prüfen nun, ob Stefan E. Verbindungen zu ihm hatte. Diesen Mann halten die Behörden für eine zentrale Figur im Neonazi-Netzwerk Combat 18. Combat 18, kurz C18. Die 18 steht für den ersten und achten Buchstaben des Alphabets, die Initialen von Adolf Hitler. Die Gruppe ist der militante Arm von Blood and Honor, einem internationalen Neonazi-Netzwerk. Sie kämpfen für die Vorherrschaft der weißen Rasse, für einen totalitären Staat. Ein ideologisches Fundament für Gewalt zur Verfügung zu stellen, ist etwas, was ein Netzwerk wie Combat 18 hervorragend tun kann. Das heißt, sie müssen nicht unbedingt direkt selber an Anschlägen beteiligt sein, aber sie stellen selbstverständlich Unterstützungsleistungen zur Verfügung, Geld, Ausbildung, persönliche Unterstützung, Kontakte, Wissen, wie ich Bomben herstelle, wo ich Waffen herbekomme, welche Ziele vielleicht vorrangig anzugreifen sind. Das ist die Idee hinter Combat 18. Sie propagieren vor allem eine Strategie, den führerlosen Widerstand. Ein Konzept aus der Militärtaktik. Kleine Zellen und Einzelkämpfer werden im Feindesland platziert. Sie haben zwar keinen Kontakt zueinander, sind aber durch ihre Ideologie miteinander verbunden. Aus dem Untergrund entscheidet jede Zelle eigenständig, wann sie wen angreift. Der Vorteil? Wird eine Zelle erwischt, bleiben die anderen unentdeckt. Beschrieben ist dieses Konzept in einer Art Strategiepapier für Neonazis. Darin heißt es: In manchen Ländern ist führerloser Widerstand sehr empfehlenswert. In anderen Ländern, wie Deutschland, ist er ein absolutes Muss für eingefleischte Nationalsozialisten. Und in Deutschland orientieren sich rechte Terroristen an dieser Idee. Der nationalsozialistische Untergrund, kurz NSU. 7 Jahre lang morden Beate Zschäpe, Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos unentdeckt. Sie töten 10 Menschen. 9 der Morde sind offensichtlich rassistisch motiviert. Sie töten schnell und kaltblütig. Oft per Kopfschuss. Aus nächster Nähe. Die Behörden gehen davon aus, die 3 Terroristen haben eigenmächtig entschieden, wen sie wann angreifen. Doch es gab durchaus Kontakte in die rechtsextreme Szene zu Neonazis, die ihnen geholfen haben. Diese Ermöglicher Netzwerke sind diejenigen um eine Zelle herum oder um einen Attentäter herum, die eben diese essentiellen Dinge zur Verfügung stellen, in einzelnen kleinen Puzzleteilen. Einer spendet vielleicht mal 50 Euro, der andere fährt einen von A nach B, der andere lässt einen in seiner Wohnung 2 Nächte schlafen, der nächste bringt vielleicht Munition. Und all diese Sachen kommen dann zusammen, wie in einem Puzzle, und die Person im Zentrum oder die Zelle im Zentrum nimmt all diese Dinge an und kann damit den Kampf im Untergrund
durchführen. Das Trio lebt jahrelang unerkannt im Untergrund. Bei ihren Taten hinterlassen sie keine Bekennerschreiben. Die drei wollen unentdeckt bleiben, damit sie weiter morden können. Im Strategiepapier von Blood and Honor heißt es schwülstig: Diese einsamen weißen Wölfe müssen respektiert und allein gelassen werden, um die schlimmsten Feinde unserer Rasse ins Visier zu nehmen. Sie erwarten keine Unterstützung oder Hilfe, aber sie verdienen Anerkennung und Verständnis. War Stefan E. ein einsamer weißer Wolf? Hatte er Unterstützer? Sicher ist, er war als gewaltbereiter Neonazi bekannt. 37 Einträge hat die hessische Polizei im System, mehrere Vorstrafen. 1993 verübt er einen Anschlag mit einer Rohrbombe auf ein Asylbewerberheim. Das Urteil: 6 Jahre Jugendgefängnis. 2009 wird er erneut straffällig. Auch in Dortmund kommt es zu Krawallen. Hier kesselt die Polizei rund 200 Neonazis ein, nachdem diese eine DGB-Kundgebung angegriffen haben. Die Bilanz: mehrere verletzte Beamte und Sachschaden. Gegen die rechten Gewalttäter wird wegen Landfriedensbruchs ermittelt. Stefan E. wird wieder verurteilt. 7 Monate auf Bewährung. Dann will er sich aus der rechten Szene zurückgezogen haben. Bis zum Mord an Walter Lübcke, so der Verdacht. Es geht um einen Anschlag gegen uns alle, gegen diesen freiheitlichen Staat. Das ist eine neue Qualität. Zum ersten Mal hat offenbar ein Rechtsextremer einen hochrangigen Vertreter des Staates erschossen. Das ist neu. Aber rechter Terror in Deutschland ist alt und wurde jahrzehntelang unterschätzt. Die Urheber des schweren Bombenanschlags auf dem Münchner Oktoberfest sind möglicherweise in rechtsextremen Kreisen zu suchen. In Deutschland ist das der bis heute blutigste Terroranschlag von rechts. 1980. Ein bekennender Rechtsradikaler zündet eine Bombe auf dem Münchner Oktoberfest. 12 Menschen sterben, auch der Täter. Im gleichen Jahr werden der jüdische Verleger Shlomo Levin und seine Lebensgefährtin Frieda Pöschke in ihrem Haus hingerichtet. 4 Schüsse in den Kopf. Jeweils. Beide Täter hatten Kontakt zur rechtsextremen Wehrsportgruppe Hoffmann. 400 Mitglieder zählt die paramilitärische Truppe bis zu ihrem Verbot. In den 90ern dann Gewalt gegen Ausländer und Andersdenkende in Ost und West. Pogrome erst in Hoyerswerda, später Rostock. Kurz darauf legen Neonazis Feuer in den Häusern türkischstämmiger Familien. In Mölln sterben eine Frau und 2 Kinder. Dann Solingen. 2 Frauen und 3 Kinder tot. Ich würde sagen, aus wissenschaftlicher Sicht ist rechter Terror in Deutschland geschichtlich gesehen tatsächlich unterschätzt worden. Wir haben viele Phasen, Hochphasen von Aktivitäten rechter Terrorgruppen, Anschläge über lange Zeit, die sich immer auch weiterentwickeln, die ideologisch sich aufeinander beziehen, die auseinander hervorgehen. Und wir haben leider immer wieder auch den Reflex gehabt, aus Politik, aus der Gesellschaft heraus, das als Einzelvorfälle abzutun, isolierte Fälle. Doch es drängt sich die Frage auf: Wie viele Einzelfälle machen ein System? Seit der Wiedervereinigung starben in Deutschland 85 Menschen durch rechte Gewalt, so das Bundeskriminalamt. Walter Lübcke wäre der 86. Opfervertreter sprechen von deutlich mehr Toten. Anschläge, Attentate, ausländerfeindliche Ausschreitungen. Was all diese Taten verbindet? Menschenverachtung, Rassismus. Und seit 2015 ist der Boden, auf dem rechter Terror gedeihen kann,
noch fruchtbarer geworden. Mit der Flüchtlingswelle 2015 begann eine ganz andere Dynamik im rechtsextremistischen Bereich. Wir sehen die Entwicklung, dass Bürgerliche instrumentalisiert wurden durch Rechtsextremisten, bewusst oder durch Vortäuschung falscher Tatsachen, um die Fremdenfeindlichkeit teilweise zu verstärken oder hervorzurufen. Eine ganz andere Dynamik als zuvor. Auch hier, Freital in Sachsen. Eine schmucklose Kreisstadt, 40.000 Einwohner. Bei der letzten Landtagswahl haben hier 32% die AfD gewählt. Für die Grünen engagiert sich Ines Kummer. Seit 5 Jahren ist sie im Stadtrat. Das Jahr 2015 war ein schwarzes Jahr für Freital, erinnert sie sich. Was ich da so an Fremdenhass und an rassistischen Weltbildern und an Äußerungen so Bahn gebrochen hat, so in dieser Heftigkeit und diesem Ausmaß, das war schon erschreckend. Damals sollen in diesem leerstehenden Hotel Geflüchtete untergebracht werden. Die Folge: monatelange Proteste. Für Deutschland nicht lieb! Soll Deutschland verlassen! Wir wollen keine Asylanten heim! Für Deutschland nicht lieb! Soll Deutschland verlassen! Die ausländerfeindlichen Demonstrationen sind der Nährboden für eine Terrorgruppe, die sich hier bilden wird. Es gibt nur wenige Freitaler, die sich offen für die Geflüchteten engagieren. Ines Kummer ist eine von ihnen und wird deswegen zur Zielscheibe. Und dann hat es eine Zeit lang gegeben, wo es anonyme Anrufe gegeben hat mit Morddrohungen. Also das ging dann schon mit Erschießen und Kopf abschneiden, in die Gaskammer schicken und du bist die Erste mit und ja. Vor dem Heim lassen sich ausländerfeindliche Freitaler offenbar bereitwillig von Neonazis aus ganz Sachsen unterstützen. Einigen reicht Demonstrieren nicht. Sie wollen weitergehen. 2 stadtbekannte Nazis scharen eine Gruppe um sich, die die Ermittler später die Gruppe Freital nennen. Ihre Mitglieder treffen sich regelmäßig an dieser Tankstelle mitten in der Stadt. Und von hier fahren sie auch los, um das Auto eines linken Stadtrats zu sprengen. Danach machen sie sich über das Opfer lustig. Am geilsten war ja zum Schluss, als er gegangen ist, hat er sein Auto doch abgeschlossen, obwohl alle Scheiben draußen sind. Manch einer in Freital bezeichnet die Täter später als Lausbuben. Dass es um Terror geht, wollen nur wenige wahrhaben. Mitglieder der Gruppe Freital prahlen später, auch hier dabei gewesen zu sein. Bei Ausschreitungen vor einer geplanten Unterkunft für Geflüchtete im Nachbarort Heidenau. Es sind zu wenige Polizisten vor Ort. Die Behörden haben die Lage unterschätzt. Die Täter entkommen. Die Gruppe Freital experimentiert mit immer größeren Sprengsätzen. Im Herbst greifen sie ein Parteibüro der Linken an und Wohnungen, in denen Geflüchtete leben. 2 Syrer werden verletzt. Reines Glück, dass nicht mehr passiert. Ines Kummer lässt sich nicht einschüchtern. Sie kritisiert die Ausländerfeindlichkeit und Gewalt immer wieder. Im Stadtrat wird ihr deswegen vorgeworfen, sie sei es, die das Image der Stadt beschädigt. Mich hat erschreckt, dass es keine Reaktion aus der Stadtgesellschaft heraus oder von politischen Verantwortungsträgern, dass da überhaupt gar keine Reaktionen gekommen sind, dass man das so einfach so hingenommen hat. Schließlich fasst die Polizei die Täter. Die sächsische Justiz aber sieht keinen Zusammenhang zwischen den Taten.
Die Anschläge sollen als Einzelvergehen angeklagt werden. Keine Rede von einer Terrorgruppe. Doch dann greift der Generalbundesanwalt ein. Der oberste Strafverfolger in Sachen Terrorismus zieht das Verfahren an sich und erhebt Anklage gegen die Gruppe Freital. Ich beobachte bei dem Generalbundesanwalt in den letzten Jahren einen deutlichen Kurswechsel, was der Umgang mit Rechtsextremismus und Rechtsterrorismus angeht. Wir haben eine Reihe von Terrorismusverfahren und Gruppenverfahren erlebt, auch nachdem der Generalbundesanwalt die Verfahren sehr schnell an sich gezogen hat, direkt interveniert hat, gesagt, da haben wir es mit Rechtsterrorismus zu tun, zumindest müssen wir in die Richtung ermitteln, wir nehmen das Verfahren an uns. Das hat es vor ein paar Jahren vor dem NSU so nicht gegeben. Das Urteil hat Signalwirkung. Die Richter beurteilen die Anschlagsserie als Terrorismus. 8 Rechtsextreme werden wegen Bildung einer terroristischen Vereinigung schuldig gesprochen. Haftstrafen zwischen 4 und 10 Jahren. Begonnen hat es mit Demonstrationen gegen eine Unterkunft für Geflüchtete. Dann haben sich Rechte im Windschatten vermeintlich besorgter Bürger ermutigt gefühlt und sich immer weiter radikalisiert. Die sogenannte Flüchtlingskrise befeuert wohl auch den Hass von Stefan E. Doch erst einmal lebt er ein unauffälliges Leben. Ein Familienhaus, Frau, 2 Kinder. Den Nachbarn fällt er nicht weiter auf. Er tritt einem Schützenverein bei. Seine gewalttätige, rechtsradikale Vergangenheit, scheinbar hat niemand davon gewusst. Das waren recht ruhige Mitglieder. Der eine beschuldigte Bogenschütze, Familienvater, 2 Kinder. 2 Schichten gearbeitet, sehr ruhig, ganz normaler. Durchschnittsdeutscher Familienvater, würde ich jetzt mal sagen. Stefan E. engagiert sich im Schützenclub, übernimmt die Leitung der Bogenschießabteilung. War er wirklich der harmlose Schützenkamerad? Hatte er seine rechtsradikale Gesinnung aufgegeben? Sein Bekannter aus aktiven Neonazitagen glaubt nicht daran. Ich denke mal, dass die Leute ruhiger werden. Das ist eher zum Schutze, wenn man sagt, ich ziehe mich zurück und lebe jetzt ruhiger, aber bleibe trotzdem meinen Idealen treu, meinen Gedanken treu. Stefan E. trainiert im Schützenverein nicht allein, sondern mit einem Freund, den er aus einer Nazi-Kameradschaft aus Kassel kennt, Markus H. Der Verfassungsschutz kennt auch ihn als gewaltbereiten Neonazi. Dennoch darf er scharfe Waffen besitzen. Legal. Er soll Stefan E. nach Lohfelden zu einer Bürgerversammlung mitgenommen haben, 2015. Dort informiert Walter Lübcke über eine geplante Unterkunft für Geflüchtete. Markus H. soll die Veranstaltung gefilmt und später ein Video ins Internet gestellt haben. Lübcke verteidigt seine Pläne. Ich würde sagen, es lohnt sich, in unserem Land zu leben. Und da muss man für Werte eintreten. Und wer diese Werte nicht vertritt, der kann jederzeit dieses Land verlassen, wenn er nicht einverstanden ist. Das ist die Freiheit eines jeden Deutschen. Das ist Die Empörung ist groß. Ein Mann ruft. Verschwinde! Der Zwischenrufer soll Stefan E. gewesen sein. Das hat er den Ermittlern zunächst gestanden. Verschwinde! Er war damals mit im Saal. Der Pressesprecher von Walter Lübcke erinnert sich noch genau, wie sein Chef die Stimmung empfand. Er war über die Reaktion richtig erschrocken, das habe ich gemerkt, weil er dann hinterher ziemlich schnell auch zu mir kam und sagte, war das jetzt irgendwie zu dick oder zu viel oder zu fett, was ich da gesagt habe? Ich habe gesagt, nein, ich war eigentlich richtig stolz auf Sie, es war ja inhaltlich vollkommen richtig. Aber schon damals war ihm aufgefallen, dass die Stimmung besonders gereizt war, dass gezielt Störer gekommen waren. Man hatte von vornherein den Eindruck, da haben sich Menschen unter das Publikum gemischt, um auf eine etwas radikalere Art Protest zu zeigen. Nicht über kritische Fragen, auch über kritische Äußerungen, sondern wirklich mit Rufen und Schreien wie Scheiß Staat, Scheiß Land, Scheiß Politiker.
Das Video von der Veranstaltung kursiert schnell im Internet. Darunter hasserfüllte Kommentare. Hochverrat am Volk. Hoffentlich bekomme ich noch den Tag mit, an dem dieser Volksverräter an die Wand gestellt wird. Und einer hofft, es erschießt ihn ein durchgeknallter Nazi. Auch bei der Sekretärin von Walter Lübcke gehen E-Mails mit Drohungen und wüsten Beschimpfungen ein. Ihr Chef ignoriert den Hass, arbeitet damals einfach weiter. Er hat sich niemals bedroht gefühlt. Er hat also null Ahnung gehabt, dass er beobachtet worden ist. Er hat nie Angst gezeigt. Im Gegenteil, er war sich also immer also sicher, dass ihm also nichts passieren kann. Er hat einen provokanten Satz gesagt. Für kurze Zeit steht Walter Lübcke deswegen sogar unter Polizeischutz. Aber Drohungen gegen Amtsträger sind keine Seltenheit. Es gibt viele Lübkes in Deutschland. In 40% der Kommunen gehen mittlerweile Drohungen ein, nicht nur von Rechtsextremen. Und auch der Hass im Internet hat zugenommen. In dem Jahr, als so viele Geflüchtete kamen, 2015, hat sich allein die Zahl der Hasskommentare, die bei der Polizei angezeigt werden, nahezu verdreifacht. Auffällig dabei, Hass im Netz kommt vor allem von rechts. 92%, so das Bundeskriminalamt. Die Hetzer haben das Gefühl, sich wehren zu müssen, meint Andreas Zick. Er erforscht, wie sich Einstellungen in der Gesellschaft ändern und wie Menschen sich radikalisieren. In Teilen der Bevölkerung, nicht im Gros, aber in Teilen der Bevölkerung, die befinden sich in einem Konflikt mit dem Rest der Gesellschaft. Es geht um Identitätskämpfe, um nationale Identitäten. Es geht darum, dass bestimmte Feinde bekämpft werden müssen. Alle, die meiner Meinung oder unserer Meinung nicht sind. Und es hat sich sehr breit gemacht, die Idee, wir sind im Widerstand. Wir sind im Widerstand gegen Eliten. Dass Ausländer unsere Gesellschaft bedrohen. Dass der Staat 2015 die Kontrolle verloren hat. Dass die Bürger sich dagegen wehren müssen. Eine Partei befeuert diese Gedanken immer wieder. Wir werden Frau Merkel oder wen auch immer jagen. Und wir werden uns unser Land und unser Volk zurückholen. Ich bin stolz auf jeden, der diesen Widerstand leistet. Weil Widerstand tut Not in diesem Land. Heute lautet die Frage Schaf oder Wolf. Und ich, nein, wir entscheiden uns in dieser Lage, Wolf zu sein. Wolf sein. Ganz bewusst spielt der AfD-Politiker mit einer Formulierung, die schon einmal populär war in Deutschland. Zur Weimarer Zeit, als Nationalsozialisten nach der Macht griffen. Den Gegner angreifen. Heutzutage macht man das auch im Netz. Die Facebook-Seite von Erika Steinbach. Die ehemalige CDU-Politikerin ist heute Vorsitzende der parteinahen Stiftung der AfD. Auf ihrer Seite postet sie Artikel zu der Bürgerversammlung mit Walter Lübcke. Mehrfach, auch noch Jahre nach der Versammlung. Ihre Posts werden hundertfach geteilt und teils hasserfüllt kommentiert. Volksverhetzer. Dreckiges Pack. Hochverräter. Die Kommentare hat Erika Steinbach nicht gelöscht. Heute darauf angesprochen, will sie sich dazu nicht mehr äußern. Wir haben eine Hasspropaganda im Internet, die ich mir nicht vorstellen konnte, auch im Falle Lübcke, wo eine unglaubliche Häme gegenüber dem Opfer zum Ausdruck kam und gleichzeitig Beifall für den Täter. Wir müssen im digitalen Bereich des Internets genauso wehrhaft werden wie im analogen Bereich außerhalb des Internets. Das ist eine der wichtigsten Sicherheitsaufgaben in Deutschland. Volksverräter. So soll auch Stefan E. Walter Lübcke genannt haben.
Silvester 2015 werden in Köln Frauen von Migranten angegriffen. In Nizza tötet ein Islamist 86 Menschen. Stefan E. soll das aufgewühlt haben. Er googelt Walter Lübcke, sucht nach dessen Wohnadresse. Politiker wie Lübcke, so sieht es Stefan E. wohl, sind schuld daran, dass seine Welt aus den Fugen gerät. Seit 2015 hat sich dieses Gefühl in Deutschland bei manchen breit gemacht. Auch bei diesem Mann. Juli 2015. Hallo Dresden! Bei einer Pegida-Veranstaltung verliest er einen Brief an die Bundeskanzlerin. Frau Dr. Angela Dorothea Merkel. Zweimal habe er Merkel gewählt, erzählt er. Er sei einmal stolz auf sie gewesen. Doch heute? Sie lassen afrikanische Länder ihre Gefängnisse in Europa entleeren? Sie reichen der größten Massenvernichtungswaffe, dem Islamismus, die Hand. Dieser Mann heißt Nino K. Lüftungsmonteur, keine Vorstrafen. Ein Mann, scheinbar aus der Mitte der Gesellschaft. Und wenn Sie wollen, dass es in Deutschland und in Europa zum Bürgerkrieg kommt, dann machen Sie nur so weiter. Aber dann gnade Ihnen Gott. Denn von uns werden Sie keine Gnade erhalten. Für Reden wie diese gibt es bei Pegida Applaus und Anerkennung. Das pusht tatsächlich die Person immer weiter vorn, sehr, sehr schnell. Also dieser Radikalisierungsprozess nimmt erheblich an Geschwindigkeit zu, drückt sich erstmal noch in reine verbale Wutäußerung aus und erreicht dann eine Stufe, wo eigentlich Gewalt fast schon eine notwendige Konsequenz ist, aus dieser Binnenperspektive heraus. 2016 entscheidet Nino K., Reden halten reicht nicht mehr. Er baut Sprengsätze und zündet sie. Eine seiner Rohrbomben explodiert vor dieser Moschee in Dresden. Hamza Turan ist damals Imam in der Gemeinde. Seine Frau und zwei Kinder sind im Haus, als die Bombe in die Luft geht. Ich war allein im Büro und wartete auf einen Freund. Plötzlich hörte ich eine große Explosion. Ich rannte zur Tür. Meine Frau und meine Kinder kamen mir entgegen und schrien: Hilfe, sie töten uns, Hilfe! Erst dann habe ich kapiert, dass es eine Bombe war. Die Anteilnahme am Schicksal der Familie war zunächst groß. Besuch von Angela Merkel, Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich und von Bundespräsident Joachim Gauck. Trotzdem wurden wir weiter bedroht. Zum Beispiel haben wir eine Nachricht bekommen, da stand drin: Wie wir die Juden 1933 vernichtet haben, werden wir auch dich und deine Familie vernichten. Solche schmutzigen Sachen liefen weiter. Die Familie fühlt sich von den Behörden im Stich gelassen. Sie verlassen Dresden schließlich, leben jetzt in Norddeutschland. Noch immer leiden sie unter Angstzuständen, werden die Bilder vom Bombenangriff nicht mehr los. Hamza Turan hat den Täter vor Gericht zur Rede gestellt. Ich habe ihn gefragt, was habe ich Ihnen getan? Warum verüben Sie ein Attentat auf Menschen, die Sie nicht kennen? Er hat geschwiegen und gesagt, er werde von seinem Schweigerecht Gebrauch machen. Nino K. wird wegen versuchten Mordes zu fast 10 Jahren Haft verurteilt. Ein Mann, der offenbar nie zuvor mit dem Gesetz in Konflikt geraten war. Ein neuer Typ rechter Täter. Für die Sicherheitsbehörden ist es eine besondere Herausforderung, weil wir hier über Menschen sprechen, die nicht unbedingt vorher im Fokus von Sicherheitsbehörden waren. Nicht, weil die Sicherheitsbehörden nicht hingeschaut haben, sondern weil sie vorher auch nicht in der rechtsextremistischen Szene waren. Stefan E. war als Neonazi bekannt. Aber irgendwann haben ihn die Behörden wohl aus den Augen verloren. Dabei hat er sich offenbar längst Waffen besorgt. Illegal. Darunter eine Uzi-Maschinenpistole und die Waffe, mit der Walter Lübcke erschossen wird. Ein Revolver der Marke Rossi, Kaliber 38.
Den Ermittlern sagt Stefan E., dass ihm jemand geholfen hat, diese Waffen zu besorgen. Sein alter Freund aus Kassel und späterer Schützenkamerad, Markus H. Ein Zeuge sagt aus, Markus H. sei ein Denker gewesen. Stefan E. ein Macher. Mit Waffe im Gepäck will Stefan E. zweimal zum Haus von Walter Lübcke gefahren sein. 2017 und 2018. Doch damals drückt er nicht ab. Game over, soll er sich im Internet genannt und geschrieben haben. Entweder diese Regierung dankt in Kürze ab, oder es wird Tote geben. Rechtsextreme, sie warten auf ihre Chance. Und in Chemnitz scheint sie gekommen. Spätsommer 2018. Ein Deutscher wird erstochen, die Täter Migranten. Die Tat bringt hier alle zusammen. Tatsächliche und vermeintlich besorgte Bürger, Neonazi, Hooligans und die AfD. Rechtsextreme benutzen die Tat für eine Machtdemonstration auf offener Straße. Neonazis aus ganz Deutschland sind gekommen. Die rechte Szene ist gut vernetzt. Und auch die Antifa ist da. Szenebeobachter veröffentlichen später dieses Foto. Rechts im Bild, das soll Stefan E. sein. Links neben ihm Markus H. Den Kontakt in die rechte Szene haben die beiden offenbar nie verloren. Die Anwälte der beiden wollen sich zu dem Foto nicht äußern. Die AfD hat für denselben Tag einen sogenannten Trauermarsch organisiert. Spitzenpolitiker der AfD und gewaltbereite Rechtsradikale. An diesem Tag sind sie alle auf der Straße in Chemnitz. Der Mitbegründer der islamfeindlichen Pegida-Bewegung. Seit an Seit mit dem AfD-Vorsitzenden aus Thüringen, Björn Höcke. Auch dabei Martin Sellner, das Gesicht der rechtsextremen, identitären Bewegung. Und sein geistiger Ziehvater, der Verleger Götz Kubitschek. Beide Vordenker der neuen Rechten. Sie behaupten, es gebe einen Plan, das deutsche Volk durch Migranten auszutauschen. Chemnitz steht für mich für Entgrenzung pur. Hier haben es Rechtsextremisten geschafft, den Schulterschluss mit Bürgern zu finden, die latente Ängste haben vor Überfremdung. Wir stellen ganz klar fest, dass die Versuche von Extremisten, von Rechtsextremisten in die Mitte der Gesellschaft zu gelangen, Verstärker sind auch für rechtsextremistische und rechtsterroristische Straftaten. Beim Schulterschluss der Rechten ist auch er dabei. Christian K., hier rechts im Bild. Christian K., verurteilter Gewalttäter, überzeugter Neonazi, früher Mitglied einer mittlerweile verbotenen Nazi-Kameradschaft. Er ist Mitglied in mehreren Chatgruppen, in denen sich Rechtsextreme aus ganz Deutschland vernetzen. Und er selbst gründet eine Chatgruppe, die er Planung zur Revolution nennt. Darin nimmt er Männer auf, von denen er hofft, dass sie Gleichgesinnte mobilisieren können, um die Regierung zu stürzen. Sie wollen effektive Schläge gegen jeden Linksparasiten, Merkel-Zombie, Mediendiktatur und deren Sklaven. Die NSU wird hingegen wie die Kindergarten-Vorschulgruppe wirken. 8 Rechtsextreme sind in diesem Chat und planen, Waffen zu besorgen. Waffenbestellung. Nur in bar und anonym. Hab gerade den ersten Preis bekommen, zwecks 9 mm. Mit 3 Magazinen etwa 800.
Mitte September machen Christian K. und fünf seiner Chatfreunde am Schlossteich in Chemnitz Jagd auf Ausländer und Andersdenkende. Dieser Mann wird verletzt. Dieser Überfall soll ein Probelauf gewesen sein, meinen die Ermittler. Übung für einen größeren Anschlag. Die Polizei nimmt die Neonazis an diesem Abend fest und findet auf ihren Handys Absprachen für einen Anschlag in Berlin zum Tag der deutschen Einheit 2018. Brauchen die Jungs in großer Zahl am 3.10. in Berlin. Den Anschlag wollte die Gruppe offenbar Linken in die Schuhe schieben. Wir dürfen nicht erwischt werden, sondern der Fokus liegt darauf, dass die Beamten denken, links dreht frei. Der Generalbundesanwalt klagt Christian K. und sieben weitere Männer an. Wegen Bildung einer terroristischen Vereinigung. Waffen werden bei den Mitgliedern der Gruppe Revolution Chemnitz nicht gefunden. Wie konkret ihre Pläne waren, muss der Prozess klären. Die Protesttage im Spätsommer in Chemnitz. Sie haben Christian K. und den anderen Rückenwind verliehen. Einer hat ausgesagt, es sei nicht um eine kleine Sache gegangen, sondern um Mord. Rechte Gewalt auf der Straße, Hass im Netz. Zum Terrorismus ist es von dort nicht weit. Und es gibt viele rechte Gewalttäter in Deutschland. Von 24.000 Rechtsextremisten in Deutschland sind nach unserer festen Überzeugung mehr als die Hälfte gewaltbereit. 1. Juni 2019. So soll es gewesen sein. Aus Kassel macht sich Stefan E. auf den Weg. Er tritt auf die Terrasse von Walter Lübcke, zielt aus nächster Nähe und drückt ab. Lübcke wird kurz oberhalb des rechten Ohres getroffen. Er stirbt wenig später im Krankenhaus. 4 Jahre ist es her, seit Stefan E. sich bei der Bürgerversammlung über ihn empört hatte. Verschwinden! Die Idee für seinen mörderischen Plan sei über Jahre gereift, gesteht Stefan E. zunächst. Welche Rolle Markus H. dabei gespielt haben könnte, noch ist das nicht geklärt. Die Ermittlungen dauern an.